So, wir begeben uns auf unseren Nachhauseweg. Wo geht's denn überhaupt lang? Da lang. Okay, dann geht's da lang. In diese Richtung. Ups. Wahrscheinlich finde ich jetzt auf dem Nachhauseweg ganz viele Kühe, nur weil dieses Spiel mich hasst und mich ärgern möchte. Wette ich mit euch. So, wer steigt mit ein? 5 Euro. Aber ihr müsst jetzt sagen, was auch immer. Keine Ahnung, mir fällt gar nichts ein. Scheiße. Ich bin dumm. Dumm, die dumm. Dumm, dumm. So, sind ja unten. Wie ist. Oh, kommen sogar noch tagsüber nach Hause, würde ich sagen. Kühe. Ich schlachte sie jetzt ab, nur weil sie mich ärgern. Blöden Kühe, ihr. Hab euch überall gesucht. Nirgends gefunden. Und jetzt. Jetzt seid ihr einfach da. Das ist doch auch unfair. Viel zu weit gelaufen. Hättet euch überall finden können, nur nicht da. Ja, klar. Noch mehr Kühe. Verarsch mich doch, blödes Spiel. Wenn ich jetzt sagen würde, ich suche Hühner, würde ich wahrscheinlich keine Hühner mehr finden. So. Ich suche jetzt mal Kohle, oh, Kohle. Ich brauche wirklich Kohle. Hab ja keine mehr. Wenn wir hier mal welche haben, bauen wir die auch gleich ab. Holen uns ein paar. Und dann reisen wir weiter an den Kühen vorbei, die mich alle ärgern wollen. Blöde Kuh. Hühner! Ich finde doch noch Hühner. Ups. Vielleicht was essen. Da sind Kühe! Du beschissenes Spiel, ey. Das ist so fies. Ich suche 4 Folgen lang nur Kühe. Jetzt an jeder Ecke oder was? Minecraft ist doof. Minecraft ist doof. Also, müsste schon fast zu Hause sein. Ich war doch eben bis hier, glaube ich, gegangen. Oh, ey. 5 Meter weiter und. Unendlich viele Kühe. So. Und schon sind wir zu Hause. Die waren nicht so weit weg. Boah. Die haben mich echt geärgert. So, die Sonne geht jetzt auch unter. War doch eine lustige Rückreise. Haben sie mich alle geärgert. Wir braten das blöde Fleisch. Gucken, ob wir noch einen Huhn rausbekommen. Yeah. Ein zweites. Und jetzt können wir sie vermehren, wenn wir Weizenkörner hätten. Haben wir ein. Sehr schön. So, machen wir mal ein paar Bücher. Die brauchen wir ja auf jeden Fall noch. Zack. Da sind schon mal 14. Sehr gut.
Wir gehen schlafen, warten auf den nächsten Tag. Und dann geht es jetzt ja nur noch darum, zu warten, dass das Zuckerrohr wächst und dass es dann bald weitergeht hier. Ich packe das mal kurz weg. Zuckerrohr auch. Und dann haben wir zu warten. Was machen wir so lange, wie wir warten? Wir gehen einfach nach unten. Okay. Ich habe schon vergessen, wie ich hier runtergegangen bin. Weiter waren wir noch nicht. Doch, da waren wir schon mal gut. Aber ein bisschen Eisen nehmen wir mit. Schadet ja nicht. Ein paar Spitzhacken brauchen wir ja noch. Das machen wir zu. Und das auch nicht, dass wir uns irgendwie umbringen. So. Dann machen wir es noch hell hier. Überall. Und dann müssen wir Diamanten suchen gehen. Erstmal das Eisen nach oben bringen. Das dann auf jeden Fall bis zum Ende reicht, weil mehr brauchen wir nicht mehr, was wir hier alles gefunden haben. Jetzt können wir komplett Eisen immer liegen lassen. Jetzt geht es nur noch um Diamanten. Die finden wir ja bestimmt auch. Dauert ein bisschen, aber das tue ich euch definitiv nicht an. So, ich brauche auch unbedingt schnellere Spitzhacken, das nervt. Wenn du sonst immer auf Server spielst, wo die Spitzhacken richtig, richtig schnell sind und du dann hier einfach so lahmarschige hast. Diesen Wasserstrom müssen wir aufhalten. Das nervt doch auch immer. So, ausleuchten, nicht, dass ihr Scheiß spawnt. So, gucken wir mal, wo die Wasser herkommt. Wir bauen es einfach zu. Oh, wir haben sogar Gold gefunden. Das ist nicht so verkehrt später. Für einen Goldapfel. Erstmal bin ich jetzt gerade süchtig nach Eisen. So, haben wir dann auf jeden Fall genug hier abgebaut. Okay. Kohle haben wir dann auch erstmal genug. Vorerst. Jetzt noch das Gold. Dich machen wir auch noch zu. Und dann gehen wir hoch. Ne, das ist nicht hoch. Wo geht's denn hoch?
Ja. Ernsthaft? Ach, da. Das ist echt zu kompliziert irgendwie. Da steige ich ja nicht mal durch. Und ich hab's gebaut. So, du bist dann fertig. Und dann kommt das Eisen. Sehr gut. Aber ich würde sagen, das war's erstmal. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.